Das Land Niederösterreich und die Industriellenvereinigung mit der Wirtschaftskammer wollen Betriebe unterstützen, die eigene Impfstellen einrichten wollen. Über 320 Betriebe haben sich bereit erklärt, eigene Impfstellen in ihrem Betrieb zur Verfügung zu stellen. Diese Maßnahme würde 100.000 Impfwillige betreffen. Sobald mehr Impfstoff da ist, können die bestehenden Impfstellen um betriebliche Impfstellen erweitert werden. Die EVN startet eine große Offensive zum Ausbau des Schnellladenetzes für Elektrofahrzeuge. Dabei geht es um einen kontinuierlichen Ausbau der Ladestationen auch in Unternehmen und Gemeinden, um den Ausbau der Wallboxen für private Haushalte und die Optimierung des Energieverbrauches mit dem Joule-Optimierungsassistenten. Beim Carla-Laden, dem Caritas-Geschäft für gebrauchte und gut erhaltene Kleidung und andere Artikel, fehlen freiwillige Helfer. Bei dem Sozialprojekt, das vor allem arme Familien und ältere Leute unterstützt, sind Helfer im Verkauf, aber auch zum Test der eingehenden Waren gefragt. Jede Hilfsstunde ist wertvoll. Interessierte können sich bei der Caritas melden.